Es geht weiter mit Let's Play Mario und Luigi Paper Jam Bros. Und wir scheinen gerade so eine Art Boss Rush gegen die Great Seven gelangt zu sein, weil wir durften uns letztens mit den ersten zwei Koopalingen rumschlagen und jetzt sind schon die nächsten beiden hier. Der erhöht die Geschwindigkeit, ja ja, zwei dunkle Sternpunkte. Und wir stehen hier mit unseren einen KP. So, nicht vergessen. Das war zu früh. Nein! Ah, oh, diese Konsequenz. Wie viel Schaden man kriegt. Und dann auch noch am Boden. Und Zusatzeffekt. Ah. Ich sag ja, ich mag das Spiel. Aber gleichzeitig ist das so ein Spiel, das mich auch mal so richtig zum Aufregen bringen kann. Ich werde Ludwig weghauen. Als erstes. Ich werde jetzt alles auf Ludwig verlagern. Wir machen das so wie im letzten Part. Dass ich eben alles auf einen verlagere. Damit der zweite eben seinen Angriff da macht, den man dann zurückwerfen kann. Weil der ist auf jeden Fall deutlich entspannter, der Angriff. So, sehr gut. 216 Schaden. Ah, perfekt. Paper Mario steht wieder. Mario sollte eine Heilung kriegen. Oder soll ich ihn sterben lassen, dann einfach einen One-Up-Pilz geben? Ich würde aber erstmal sagen, wir machen einfach einen Trio-Drachen. Ja, doch, ich glaube, ich lasse ihn sterben, weil. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Glaube ich dann lieber. Weil Luigi hat auch nicht mehr ganz so viele KP. Ob ich dann einfach dann einen Doppel-One-Up-Pilz nutze. Ist nämlich, glaube ich, besser. So, komm schon. Nice. Schön viel. So. Und nimm das. 221 Schaden. Schon mal einiges. Und da kriegen wir gleich noch mehr Sternpunkte. Dann würde ich nämlich gerne jetzt Luigi dann den Mega-Hammer einsetzen lassen. Ich hoffe nur, ich bekomme den wieder hin. Weil wenn Luigi dann so schnell läuft, das wird dann wirklich schwer vom Timing. Das am Anfang ist ja kein Problem, ne? Der stampft. Ja, obwohl es geht. Ja doch, es hat funktioniert. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen zu spät geschlagen. Gut. Super. Exzellent. Und da fällt er. Perfekt. 300 Schaden. Sehr gut. Fängt schon mal gut an. Ja, okay, jetzt gehen die auf Mario. Jetzt! Und jetzt... Nein! Ich habe zwar irgendwie, glaube ich, abgewehrt, aber der hat trotzdem noch mit irgendwas getroffen. Ach Gott, der hat irgendwie viel schneller... Der macht das viel schneller als beim letzten Mal. Jetzt werden die schneller. Nein. Ich glaube, die Angriffe sind schneller von denen. Ah, die macht die immun. Das ist so fies. Ah, und jetzt gehen die noch auf ihn. Nein. Oh, perfekt. Nein, jetzt erst. Das war... Nein, das war zu... Ja, das kann man noch so ganz schlecht einschätzen. Die kämpfen jetzt ja auch ein kleines bisschen anders als sonst. Obwohl, nee, keine Heilung. Erstmal das hier. Kopieren. Oh. Okay, jetzt weiß ich aber soweit, wie das funktioniert. Habe ich ja beim letzten Mal ein bisschen gerätselt. Man muss die Schallgeister nicht treffen. Das dauert dummerweise ein bisschen länger, weil wir im Mario nicht haben. Das heißt, ich habe mich jetzt auch voll und ganz nur auf die konzentrieren. Nein! Oh, es war gut. Es war gut, was ich gerade gemacht habe. Sehr gut. Ja, komm, jetzt würde ich aber langsam sagen, ich werde jetzt Mario heilen. Dann hoffe ich, dass Luigi gleich noch gut überlebt. Hä? Hab ich... Nein. Was habe ich gerade für ein Item benutzt? Ist doch nicht wahr. Warum verwechsel ich immer solche Sachen? Ach, Mann, du Arsch. Ich glaube, ich habe gerade einen Doppel-Runner-Pilz benutzt. Kann das sein? Ach Gott! Dieses Timing! Ah... Tut weh. Jetzt sind die auch noch immun. Nein. Was? Ich habe ja jetzt gerade nicht den Effekt durchgelesen. Was ist da los?
Einfach jetzt alles heilen hier. Na gut, jetzt so mega schlimm war das jetzt doch nicht. Hier ist mehr so ums Prinzip, dass man sowas verhauen hat. Einfach mal das falsche Item ausgewählt hat scheinbar. Weil ich wollte ja einen One-Up-Pilz DX nehmen. Ach, ich kann keine Paarattacken machen. Aber na gut. Wie ist das denn jetzt? Okay. Ach nee, die haben jetzt ja gar nicht die Barriere. Ich hab einfach nicht, wer das macht. Oh, die werden wütend. Sehr schön. Da würde ich erstmal kopieren. Okay, wir springen jetzt aber auch ein bisschen höher, habe ich das Gefühl. Ah, was? Alter! Wir sind ja gegen alles richtig anfällig. Ja, okay, ist natürlich klar, aber... ist das nicht ein bisschen übertrieben stark? Noch mehr Angriff. Okay. Okay, wenigstens wird einer wieder groß. Oh Gott! Oh! Oh, ich weiß einfach das Timing nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin zu blöd dafür oder so. Oh Gott! Dieser Kampf! Das war ja schon hat mich ja beim ersten Mal schon richtig fertig gemacht. Oh. Ach, dieser Kampf. 100. Das ist ein Instant Kill! Die sind doch verrückt. Das ist ein Instant Kill. So, jetzt auch das richtige Item auswählen. Darf ich langsam mal wieder groß werden, bitte? Der Kampf macht mich gerade so ein bisschen fertig. Das sind so ein paar Sachen, die kann man einfach nicht fassen. So dieses typische, wie kann man das den Spielern zutrauen, so ungefähr. Ja, Mario-Spiele sind immer so einfach. Oh! Ich habe, glaube ich, den Effekt nicht richtig durchgelesen. Scheiße. Wie lange gilt das denn jetzt? Nur für eine Runde? Hä? Okay, wenigstens konnte ich dem ausweichen. Ich glaube, an dem Angriff verstehe ich auch noch nicht so genau alles. Oh Gott, und gleich gibt es einen Instant-Kill. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Angriffsboost und hauen jetzt mit unseren Paar-Attacken drauf. Ich will den Ludwig zum Beispiel loswerden. Ganz, ganz dringend. Weil wenn der nicht ist, dann können die auch ihre ganzen Paar-Attacken nicht mehr, also ihre Karten nicht mehr nutzen. Die Frage ist ja, mit den letzten drei Koopalingen kommen die danach dann auch noch. Schon auf Ludwig. So, sehr schön. Was? Das galt immer noch die Barriere. Ich habe mir gerade so viel geheilt. Nein. Ich hätte mir den Text vielleicht durchlesen sollen. Ich dachte, das wären die gleichen Texte. Deswegen habe ich das gelassen. Oh. Wie soll man dem noch ausweichen? Ich muss dann ja ganz genau den Frame treffen und... ja, wir sind Matsch. Wir sind Matsch. Oh Gott. Mach mit Paper Mario langsam mal groß. Was muss ich dafür machen, dass er groß wird? Doch nicht möglich. Ihr seht es ja. Ich springe ja sofort wieder hoch. Mann, jetzt müssen sie die Karte. Was zur Hölle? Ah, okay. Das ist. Ach, das hält mir Runden an. Ach, aber dass ich an so Sachen auch nicht denke. Ja, ich weiß, ich rieche mich jetzt halt viel über mich selbst auf. Aber. Ach, das sind so Sachen, die kann ich einfach nicht fassen. Dass man die auch übersieht und sowas. Ich bin tot. Yay. Oh Gott. Das war jetzt auch ein bisschen Pech. Boah, ich würde sagen, wir machen so lange, bis ich einen von den beiden tot bekommen habe. Bis gleich.
Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Ganz ehrlich, ich soll ja auch noch Spaß dran haben. Und ich habe wirklich keinen Bock jetzt, immer unter den dümmsten Bedingungen so einen Kampf zu machen, wo man so frame-perfekt teilweise ausweichen muss. Das Spiel hat mich klein gekriegt. Ich gebe auf. Im leichten Modus sind deine Charaktere stärker. So fällt es dir leichter, Gegner zu besiegen. Allerdings stehen keine... Ja, ist kein Problem. Ja, es geht nicht anders. Es war blöd, aber ja, komm. Wir sind auf jeden Fall jetzt stärker. Dann Todseilakt. Ich werde das auf jeden Fall danach dann wieder deaktivieren, aber das ist mir auch echt ein bisschen blöd. Was? Okay, das war gerade irgendwie komisch. Ich dachte schon, ich hab's jetzt verkackt. Aber nee, es geht. Ach so, das ist ein bisschen langsamer wahrscheinlich, wegen dem leichten Modus. Oh, ich habe beide getroffen. Oh mein Gott, was für ein Schaden. Geil. Bei der Attacke weiß ich nie so ganz... Ach so, man sieht's jetzt. Ach, das war dieser leichte Modus. Aber trotzdem verkacke ich das, weil das noch so schnell ist. Das ist doch echt verrückt. Weil ich hatte den Kampf jetzt gerade ja nochmal neu gemacht und ich war wirklich auch schon weit und ich habe wirklich viel Schaden gemacht. Aber sind Angriffe bei denen, kann man so unmöglich ausweichen, es sei denn, man ist der Entwickler selbst und weiß, ab welchem Frame man was machen muss. Es ist wirklich ein bisschen sehr viel erwartet von den Entwicklern. Da knicke ich auch ein. Jetzt hat die Bonusaufgaben, das ist ja auch nicht so viel wert. Das ist auch ein bisschen abgekürzt, okay. Ja, funktioniert auf jeden Fall ein bisschen leichter. Weil der Hauptaspekt ist eben, dass wir jetzt deutlich stärker sind. So, oh mein Gott. 443 Schaden. Nee, aber das mache ich nicht mehr mit. Nee. 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 Nochmal, nee. Ich habe so meine Prinzipien, da sage ich, na nee, ich will das Spiel so und so schaffen. Aber dann irgendwann ist auch mal gut. Jetzt habe ich zwar noch sehr viele Bruderpunkte gehabt, aber auf die Weise werden eben nochmal die Karten neu gemischt. Jetzt versuche ich nochmal beide zu erwischen. Das hat ja gerade auch so gut geklappt. Ja gut. Vor allem, wenn danach dann nochmal Koopalinge kommen. Man weiß ja nie, ob die jetzt wirklich noch einen dritten Boss jetzt direkt hier noch dranhängen. Ah, nein! Nein! Ich wollte so ein kleines Stück nur nach rechts. Ah, jetzt hab ich Punkte verschwendet, ey. Ah, aber trotzdem, das funktioniert nicht. Das ist so schnell. So schnell muss das vom Kopf ins die Hände gesendet werden. Das sind Reaktionen. Ah. Und ich fand Dream Team Bros. War schon ein wirklich schweres Spiel. Aber das übertrumpft das nochmal um einiges. Ich glaube, ich werde jetzt einfach so eine Art Massenfrischwurz nutzen, wenn es sowas geben würde. Auf jeden Fall... Frischwurz, da heile ich erstmal Luigi, dass der wieder am meisten das aushält und so. Luigi heilt dann am besten Mario. Okay, zeig mir das Timing an. Das Timing wurde mir nicht angezeigt. So, und dieser Angriff, ne? Ich hasse diesen Angriff. Der hat mich auch gerade schon total fertig gemacht. Oh, das war... Was war das nochmal? Ach so, Angriff erhöhen. Ja, ist okay. Ist jetzt nicht das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. Weil ich da nicht angreifen darf. Das ist so dumm. Und so fies. So. Dann heilen wir Mario. So, gut.
Denn jetzt kann Mario nämlich wieder seine Paar-Attacke machen. Ich hoffe nur, wir treffen dieses Mal damit. Sollte eigentlich zu erwarten sein. So, gut. Ja, da war ich zu gierig. Ich wollte wieder beide treffen, wollte so ein bisschen am äußeren Rand. Ja, ja. Gut. Aber das muss ich auch wirklich kritisieren jetzt. Ich mag es ja, wenn ein Spiel mal anspruchsvoll ist, aber das sind Bosse, die sind teilweise, das ist ja nicht schwer, das ist teilweise wirklich ein bisschen unfair auch. Das sind Sachen, die kann man ja nicht vorhersehen, so manche Angriffsmuster. Dann kann man sagen so, ja, man muss den Boss ja einfach mal angreifen lassen, dann sieht man das, ja. Aber trotzdem, selbst dann weiß man das nicht. Und die machen ja auch so viel Schaden dann auch schon. Da kommt man dann ja auch gar nicht mehr zum Angriff. Also da ist manchmal zu viel auf einmal los einfach. So, die Angriffsmuster durchschauen, das geht. Aber dann das noch Frame perfekt alles noch timen und sowas. Und da will man dann doch den Kampf auch mal gerne schnell zu Ende bringen. So, perfekt. Boah, 1199 Schaden. Boah, aber das hat sich sowas von gelohnt. Diesen Kampf damit uns zu vereinfachen. Das hat sich sowas von gelohnt. Oh Gott. Jetzt kriegen auch alle wieder die Erfahrungspunkte, auch wenn es nicht viele sind. Level 35. Level 35. Hallo. Ich bin's. So, kommen jetzt noch die letzten drei. Das war's mit meiner leitenden Funktion. Dann kriegst du eben die beleidigte Funktion. Besser als nichts. Ich bin tot. Kommen jetzt die drei noch. Vielleicht sollen wir uns dringenderen Dingen zuwenden. Ist doch ganz einfach. Genau, ich übernehme das. Das hast du schon gesehen, wie die gerade allen anderen zugerichtet haben. Na klar, deswegen sind wir jetzt auch mit. Deswegen sind die jetzt auch mit ihren Kräften am Ende. Damit könntest du recht haben. Was? Keine Pause für Mario und Co. Noch ein Bosskampf und das ist ja ein ganz neuer und vor allem gegen drei von denen. Und was, der macht schon direkt am Anfang diesen Angriff? Nee, hä? What? Wie gefällt euch das? Ich habe mich mal eben um eure Kampfkarten gekümmert. Na los, halt doch, ich warte so lange. Hä, hey, was? Na, ich war mir sicher, ihr würdet losheulen. Aber was macht das denn jetzt? Lemmy, was machst du groß? Wir haben gerade erst angefangen. Der ist gerade einfach so abgehauen. What? Ein Dragon Ball, nein. Muss ich ihn abfeuern oder den Ball? Ich gehe mal davon aus, dass ich ihn treffen muss. Oder den Ball? Obwohl, vielleicht ist es doch besser, ihn runter. Oh Gott, was wird denn jetzt hier erwartet? Okay, es war doch der Ball, sehr gut. Nicht der Ball, Lemmy selbst. Oh, der ist schwindlig, perfekt. Lemmy, das war verrückt. Ihr fragt euch bestimmt, ob ich das noch toppen kann. Okay, ich glaube, der Kampf ist ein bisschen anders als die anderen. Jetzt läuft er bei uns da rum. Oh Gott, ja, ich sehe das noch nicht so schnell. Ich kann noch nicht so schnell... Dahin! Oh Gott, nein. Der geht zu Mario. Oh, nimm das. Gut. Ah, so war das gedacht. Oh. Der Kettenhund, der schillt da noch rum. Was habt ihr mit Iggy und Lemmy angestellt? Jetzt seid ihr völlig, ich schwör. Oh Gott. Ich finde, der Kettenhund, der sieht richtig gut animiert aus. Oh. Achso, das Trampolin. Ach Gott, ich hab's... Ah, da denkt man doch gar nicht in dem Moment dran. Instant-Kill für... Was? Da denkt man doch jetzt nicht in dem Moment dran, dass es... Bruchteil von einer Sekunde. Ah, Trampolin, da muss ich jetzt ganz schnell Y drücken. Ja, ja. Das weiß man ja sofort in einer Sekunde. Ah. Gott. Das Spiel macht mich fertig. Ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt nur subjektiv, aber vielleicht empfindet ihr das ja auch so. Aber ich finde es schon wirklich als Kritikpunkt anzusehen, dass die Bosskämpfe einfach zu hart sind. Zu undurchschaubar und so Sachen. Oder dass einfach zu schnelle Reaktionszeiten verlangt werden, die einfach wirklich nicht realistisch sind. Ich glaube, der geht auf Mario.
Ja, was? Hä? Was hat mir jetzt gerade Schaden verursacht? Ich habe jetzt gerade dafür... Achso, ich kann ja auch so noch so auf die drauf springen. Ich habe da gerade für irgendwas Schaden bekommen. Das ist doch nicht wahr. Der geht auf Luigi. So. Gut. 98 Schaden. So. Okay, jetzt der Kettenhund, der uns alle instant killt. Was ist das auch mit instant kill? Das hat man auch noch nie so erlebt. Ach, genau, mit Y war das. Okay. So. Okay. Ich glaube, der Kampf ist eh ein bisschen speziell. Mario, Luigi, das ist eure Chance. Gebt alles, was ihr habt, solange sie außer Gefecht sind. Okay, gut. Wo kann ich den leichten Modus nochmal ausschalten? Ging das hier irgendwo? Ach so, aber ich kann ja nicht ins Menü, weil wir so 1000 Angriffe haben. Na gut, dann machen wir das jetzt auch noch im leichten Modus. Ich denke mal, da wird keiner ein Problem mit haben. Beziehungsweise letztendlich muss ich das ja entscheiden. Es ist ja mein Let's Play. Und ihr guckt ja nur zu. Aber ein bisschen lenkt das auch ab, muss ich sagen. Nein, es gibt ja Sachen, da lasse ich mich auch gerne mal auf euch ein. So, wenn mal irgendwas ist, was ich vielleicht mal verbessern sollte, da bin ich auch immer sehr offen für. Ich bettle ja manchmal sogar um Kritik. Ganz wichtig, Kritik immer gut. Und nein, Kritik ist kein persönlicher Angriff auf eine Person, so wie das manche behaupten oder meinen. Ich würde sagen... Achso, die sind schon beide down. Dann mache ich den noch mit dem Trio-Drachen. Kritik ist schon eine gute Sache. Solange die konstruktiv ist und ernst gemeint ist und so. Dann ist schon wirklich Kritik was wirklich Wertvolles. Und man sollte auch immer schön drauf hören. Mache ich ja auch. Ich kriege jetzt, bin ich auch froh darüber, dass ich auch nicht so mega oft Kritik bekomme. Aber es gab in der Vergangenheit schon einiges an Kritik. Und wow, ich habe schon das Maximum erreicht. Und wenn ich diese nicht bekommen hätte, wäre so von meiner Videoqualität das wohl nie so geworden, wie es jetzt ist. Hätte ich wohl teilweise immer noch so ein bisschen gelangweilt gesprochen. Ich hätte zu schnell geredet. Irgendwie so Sachen halt. Obwohl ich das mit dem schnellen Reden und so eigentlich von selbst erkannt habe. Aber ich habe es auch dann ab und zu mal gehört. Okay. Das war ein schneller Kampf. Na gut, der sollte wohl nur ein bisschen specialig sein. Okay, gut. Amiibo-Karte, danke. Oh, sehr schön. Und ein Goldhammer. Gut. Geben aber auch ordentlich Erfahrungspunkte, die drei. So. Level 35, gut. Und Paper Mario. Oh, da kriegst du einen neuen Rang. Sehr schön. Der Sternrang. Dann kriegt er diesmal Folgendes. Oh. Oh, 10 Kopien könnten wir damit machen. Tolle Treffer verursachen doppelten Schaden. Ist auch nicht schlecht für Paper Mario. Blitzheilung. Verdoppelt die Wirksamkeit von Heilalten. Na, nicht so. Weil wenn nämlich ja eh das, was man möglichst maximal heilt. Trio und Patraken kosten nur noch halb so... Boah, das ist auch geil. Kosten nur noch halb so viel. Und vor allem Trio und Patraken, das gilt dann ja für alle, glaube ich, ne? Der Einsatz von Kampfkarten kostet einen Sternpunkt weniger. Hat es aber... Na, okay, ist auch nur von einem Teammitglied. Das ist... Naja. Nach Einsatz des Kopierblocks bleibst du am Zug. Ist auch nicht schlecht. Wow. Ich würde aber sagen, ich bleibe hier. Das ist, glaube ich, das Beste, was man nehmen kann. Richtig coole Sachen. Okay, viele gibt es da auch nicht mehr an Rängen. Ich hoffe, man kann auch irgendwie an die anderen Sachen noch drankommen. Dass man hier noch auswechseln kann. Vergib uns, Vater. Ich meine natürlich Meister Bowser. Vergib uns und vernichte sie. Bitte, räche uns, allmächtiger Bowser. Ich hoffe, jetzt kommt keine Mega-Cutscene oder so, dass ich jetzt irgendwie verschnaufen kann, den Part in Ruhe beenden kann und vielleicht nochmal speichern kann oder so. Warum immer wir? Hm? Warum bebt es? Was ist da los? Ey, die sich hauen ab. Was für Arschlöcher. Gut gemacht, Jungs. Mir scheint, als hättet ihr damit jeden einzelnen von Bowsers Schergen ausgeschaltet. Bleibt nur noch Bowser selbst. Und als kleines Sahnehäubchen Papier-Bowser. Seid ihr bereit?
Noch nicht ganz. Darf ich erstmal speichern und heilen und so? Ich will jetzt eigentlich auch die Aufnahme beenden, aber jetzt will ich den Kampf weiter haben. Och, ne, ich beende jetzt die Aufnahme nicht. Auch wenn ich jetzt schon 3 Stunden aufnehme. Mache ich jetzt ein krasse Finale auch noch. Bin ich noch neugierig. Das wollte ich hören. Aber trotzdem werde ich gleich den Part beenden, wenn die fertig labern. Weil sonst wird ein bisschen lang. Wovor sollten wir auch Angst haben? Schließlich haben wir 2 Marios und 1 Luigi natürlich. Also gut, machen wir uns auf den Weg. Oder wurde ich automatisch geheilt? Nein, keine Pause. Ach, ich heile mich jetzt kurz hier. So. Sehr gut. Bruderpunkte brauchen wir nicht extra heilen. Das passt soweit. Okay, machen wir dann im nächsten Part weiter. Keine Ahnung, ob das in der Story-Finale wird oder der Endkampf oder so. Ich gehe mal stark von aus. Aber wie gesagt, ich fand die Stelle jetzt nicht gerade schön. Allgemein die Bosskämpfe gegen die Koopalinge, die waren einfach zu random und... ihr habt's gesehen und vielleicht empfindet ihr das genauso. Aber na gut, ich hoffe, ihr seid dann auch gespannt, wie es weitergeht und dass euch der Part gefallen hat und dann nächstes Mal wieder dabei seid. Und dann sage ich mal, bis dann!